Guten Morgen, Kai. Guten Morgen, Sani. Peace. Meine lieben Leute, einen wunderschönen guten Morgen an diesem 21. Mai 2022. Ich bin eigentlich komplett unmotiviert, ein bisschen müde. Kai hat mich jetzt doch noch aus dem Bett geholt und Steffi, die wartet. Fahren wir jetzt hin, holen die ab. Und dann fahren wir eine krasse Tour heute, die ich einfach spontan gestern geplant habe. Aber eigentlich habe ich heute ein bisschen Schiss davor. Aber let's go, wir machen es einfach in dem Sinne. Intro ab, ihr seht es gleich. Bergtour, Murg, Bayersbronn, alles. Let's fetz, let's go, let's shut up, baby, Abfahrt. Ja, liebe Leute, wir sind unterwegs. Es geht los, die Tour der Extrem-Murg oder wie auch immer man es nennen will. Es ist Teil der Tour der Murg. Bayersbronn ist das Ziel eigentlich und dann gehen wir also wieder zurück. 125 Kilometer. Heute ist ein bisschen kühler, es hat heute Nacht gewittert, geregnet. Und aber 1700, 1800 Höhenmeter heute. Bin gespannt, bisschen verrückt, aber was willst du machen, ne? Wir fahren jetzt erstmal hier auf entspannt Asphalt heute, auch ein bisschen mehr Asphalt. Schauen wir mal, wir uns die Wege führen. Ne? Erstmal zu Steffi, die abhole. Und dann geht's weiter auf den Berg. Let's fett. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. Guten Morgen. Moinsen. Check. Es geht. Hi. Steffi auch da. Let's go. Erstmal frühstücken, Leute. I used to think that people die because they wicked nowadays. People wanna see you dead because you gifted being ready for my tomb since I came about the womb. So no matter what, I'm coming back and paying you a visit. So I'm coming up with Schleichfahrt, Leute, Schleichfahrt. No, you can't protect your riches if you never burn. Split pages, went places, made changes, still dangerous. Now I'm back. Altercation hold still. I'm making pain as how it feel. But when you say you love me, is it real? Full speed, both hands on the wheel, baby. Young Taz coming from the Mobile, baby. You know the drill, baby. Yeah. And when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Yeah, here we come. Leute, wir sind hier am Berg immer noch und noch für ein gutes Stück. Bade, 7 Kilometer. Ah. An der Straße jetzt entschieden zu fahren, anstatt auf dem Feldweg ist besser. Entspannter. Relativ. Okay. Leute, erstmal um genau Punkt 12, Biergarten an der Murg. Mal eine kleine Pause, das haben wir richtig abenteuerliche Fahrradkonstruktion hier gemacht. Drei Räder mit diesem MIDI-Schloss abgeschlossen. Top, das klaut keiner. Geil, erstmal schnell das Radler trinken, ein bisschen Elektrolyte auffüllen und dann weiter
Richtung Bayersbronn, unser nächstes Goal. Das ist wirklich schön hier in Gernsbach. Haben wir einen schönen Platz. Ach, herrlich. Ach, mit Blick. Fahrrad, ich hab sogar ein bisschen Sonne drauf. Mit Blick auf die Murg hier. Da ist wieder der nächste Berg. Ach, dafür lohnt es sich doch, Leute. Steffi, und wie war es bis jetzt? Aufstieg, erste 450 Meter. Ah ja, locker. Locker für dich. Ah ja. Mit deiner neuen Sonnenbrille. Guck mal, lasermäßig am Start. Schreibt mal in die Kommentare, wie Steffis neue Sonnenbrille. Ich finde sie nice. Daumen hoch. Und hier Kai. Kai muss ich eine Frage. Ja, ich bin jetzt 46 Kilometer unterwegs. Schön angenehmes Tempo. Ich power mich nicht aus. Ich komme gut heim. Chillig, ja gut, ich fahre voraus. Meine Geschwindigkeit ist dann maßgebend für die zwei Profis. Dementsprechend, Kai hat immer noch drei Gänge übrig, wo ich schon im Letzte bin. Ich will immer hochschalten und merkst so, ah ja, da geht gar nichts mehr. Naja, jetzt holen wir uns erstmal Radler. Das ist schön, ist hier direkt an diesem schönen Murger Biergarten in Gernsbach. Und ja, cool. Eben 45 Kilometer, nicht mal die Hälfte, aber kleine Auffüllung und dann geht's weiter. Bei nächster Möglichkeit schaut links abbiegen danach. Also Leute, wir sind jetzt in Weisenbach. An der Murg, immer noch entlang, hier rechts ist die Murg. Schön eigentlich mit dem Rauschen. Hier, liebe Leute, weil die Anstiege nicht einfach genug sind, gibt es jetzt noch Schotteranstieg hier nach Richtung Vorbach. Bös schön. Schotterleben halt, 2022. Letzte Woche 700 Höhenmeter und gedacht, ich stirb. Heute 1800 Höhenmeter und ich denke, ich stirb. Aber wahrscheinlich überlebe ich halt. Ihr habt mich halt noch an der Backe. Deswegen Abo dalassen. Daumen nicht vergessen. Dranbleiben. Leute, surrealer Moment, ich bin einfach in Vorbach. Einfach in Vorbach, wo wir die Fotohütte alles gemacht haben. Mit dem Rad. Einfach irre. 80 Metern geradeaus. Einfach irre. Liebe Leute, wir sind jetzt weiter aus Vorbach raus. Ein bisschen mal einen Shot von der Steffi und Kai noch. An diesem wunderschönen Radweg hier komplett durch die Wallen an der Murg entlang. Echt lässig. Jetzt ist es wieder cool, Steigung ist hier nur minimal, schön langgezogen und ja, gemütliches Pedalieren mit 20 km/h und leicht bergauf, Hammer. Und was eine Aussicht, geil hier, Sonne ins Tal rein, alles grün, andere Radfahrer, die winken und Jogger, weiter so. 3 Stunden 30, 870 Höhenmeter. Ja, läuft, Leute, läuft. Heute Abend haben wir uns Essen verdient, ey. Aber anders. Also liebe Leute, wir sind jetzt hier kurz vor Bayersbronn. Kneipp, Gesundheitsanlage, Wassertresen, das sollte schon warm sein. Nie mit kalten Füßen gehen sie langsam, ein bisschen warm. Okay, wenn sie Kälte schneiden an Füßen, Wasser sanft. Na dann, let's fetzen, Leute. Jo, Digga, ist kalt. Ah, oh, Digga, ist chillig. Und die zwei abfuttern. Hallo. Oh. Leute, das ist jetzt 82 Kilometer. Letztens sind wir im Auto hergefahren, 4 Stunden 53. Rosenplatz Bayersbronn, Leute. 1136 Höhenmeter. Da waren wir. Da ist ja der Rosenplatz. Da waren wir gesessen beim Italiener. Chillig. Hier ist so das erste Mal Gravelbike fahren, Steffi und ich. Bei der Specialized Event damals.
Und jetzt sind wir einfach selber am Rad hochgefahren. Das ist super lecker. Krank. Das ist lecker vor. Steffi, einfach noch Brezel am Fräsen. Leute, Bayersbrunn, Marktplatz, hier sind wir. Erstmal Snackpause. Richtig Waldluft, Leute. Riecht richtig schön frisch hier. Fluss. Nach frischem Gras und Bäume. Und geil, einfach Sommer. Frühling, Leute. Frühling. Hat mega schön hier die Sonne. Alles, die wäre angestrahlt. Und jetzt kommt ein 9 von 9 Anstieg hier noch. Und dann sind wir schon auf dem Ruhestein. Chillig. Alter, ist einfach anders heute. Ist einfach anders heute. Jetzt müssen wir weiterfahren, schon werden wir wieder kalt. 18 Uhr, 1400 Höhenmeter, chillig, let's fett. Leute, mit 5 km/h schleiche ich mal hier hoch. 10% Steigung knapp. Puh. 6 Stunden im Sattel, 1500 Höhenmeter insgesamt. Puh. Das ist nicht gut, was man hier macht. Ja. Das ist nicht gut. Chillig? Also noch links oder nach rechts? Oder hier? Links? Video. So, liebe Leute, genau 100 Kilometer, 6 Stunden im Sattel, 1550 Höhenmeter, Ruhestein Naturkunde, Naturpark, Schwarzwaldzentrum, wie heißt das? Naturschwarzwald. Naturschutzzentrum. Zentrum Schwarzwald, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Original Ruhestein Schenke am Start. Und ja, jetzt noch ein Radler gönnen und dann geht es noch bergab. Bis nachher, Abfahrt noch ein paar Impressionen und dann sieht man sich im Hof. Cheers. Cheers. Mädels und Jungs. Prost. Ja. Heute geht's schon mal hier richtig anders ab. Nochmal kranker Schotterweg, aber hey, dafür leben wir. Schotterleben, baby, let's fit! Woohoo! Ach, komm. Fahr mal. Oh, shit, Digga. Oh, wenn hier nichts gewesen wäre, hätte ich mich jetzt komplett geschanzt. Fuck. Zum Glück ist hier das Ding, Mann. Leute, jetzt schon wieder halb im Tal hier. Erstmal noch ein Single Trail mitnehmen. Oh, sind wir hinten der Vorschipper. Und ja, was für ein Descent. Was für ein Descent. Oh, war geil. Erst mal da runtergefahren, normal mit dem Auto. Jetzt mit dem Rad. Hammer, 111 Kilometer. Chillig, jetzt bin ich auch wieder voll motiviert. Es war nochmal 50, wenn es sein muss. Ich war Adrenalin.
Wow. Hammer, jetzt sind wir wieder hier. Fast zu Hause. Gute 20 Kilometer noch. Liebe Leute, wir sind in Aachen. Es ist 19.39 Uhr. Steffi verlässt uns jetzt hier und fährt straight heim. Steffi, es war mir eine Ehre heute. Ja, haben wir wieder gerockt. Mega gerockt. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Unterstützung auf jeden Fall. Sie hat mir sogar ihr Rad angeboten, wo ich mal nicht mehr konnte. Und sie hat mich immer motiviert. Mega, ich habe mich gefreut, auf jeden Fall wie immer, Steffi am Start. Ich freue mich immer noch, wann ihr YouTube-Kanal kommt. Und ihr kennt's. Bis zum nächsten Mal. Und, wir melden uns gleich nochmal mit dem Food und dann Kai und Verabschiedung und alles. So, chillig Leute, jetzt sind wir nochmal hier im Maiwald 12, das ist ganz neu eröffnet. Hier im Maiwald gibt's Food und alles drum und dran, ist auch so Hoflade und so weiter, Hashtag Werbung natürlich. Kai geht schon mal Trinken holen und ja, da snacken wir jetzt noch was und dann muss ich eigentlich noch in die Richtung und dann bin ich ja schon wieder daheim. 126 Kilometer jetzt auf der Uhr, 1600 Höhenmeter laut Tacho, aber ich glaube es war ein bisschen mehr, da muss man mal Strava gucken. Und dann wünschte jetzt mal was und Mahlzeit. Leute, Gang 1, erstmal irgendwie Ziegenkäse-Salat jetzt und gleich noch eine geile Flammkuchen dazu. Kai, guter, verdient. Merci. Gut gegessen, gut gespeist, gut getrunken, Aperol Spritz, schön Alkohol. Kai nuckelt noch an seinem Bier wie ein Zwölfjähriger. Aber jetzt, wie war das Fazit heute von der Tour, Kai? Sau gutes Fazit. War nicht so anstrengend wie letzte Woche. Da war ein bisschen angenehmer, am Berg hochzufahren. Bergrunde hat es auch Spaß gemacht, aber auf der normalen Gerade aber hat Mountainbike gegen Gravel halt fast keine Chance mehr. Das war wild an der Straße und ihr habt gesehen, da haben wir eine gut versägt, Mann. Ja, dafür im Wald, Bergrunde, da hat er uns versägt. Und wir haben nur gebremst, dafür nicht einfach die Bremse komplett drin. Und Kai einfach tut Staubwolke, alles. Ich so, yo. Okay, nee, war cool. Also Kai, in dem Sinne, fahrst jetzt auch weiter in die Richtung, ich fahr jetzt in die Richtung. Und chillig. Fand's auch cool. Ich bin mega stolz, dass ich es gemacht habe. Heute Morgen aufgewacht, habe eigentlich gar keinen Bock gehabt. Dann habe ich halt doch gesagt, komm, scheiß drauf, Digga. Kai hat schon Bock gehabt, war schon eigentlich in Startmontur, fast schon bei mir zu Hause. Steffi dann auch, ja, wann kommt ihr und so, wann geht's los? Und ich, komm, scheiß drauf, Digga. Man lebt nur einmal. Zum Glück auch heute noch, ja, nach der Tour. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass ich es so schaffe. Ich habe echt einmal kurz verschieben müssen. Ein ganz kleines Stück, vielleicht 500 Meter den Berg hoch. Ansonsten heute flawless hochgeballert. Langsam halt, aber gemacht. Gemacht ist gemacht. In dem Sinne, Leute, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Ihr kennt das Spiel, schreibt mal rein, wie hat es euch gefallen bei der Tour. Was ist euer Höhenmeterrekord? Meiner ist 1000. Noch was von heute. Und in dem Sinne, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's shut up, baby. Wir sind raus. Peace. Liebe Leute, hier die Zieleinfahrt in mein Town. Mit dem Sonnenuntergang um 9. Herrlich, what a day. Wir sind raus, das war's. Schotterleben, peace. Out. The future's in our hands and we